Ja, du hast dir Avocado und Brokkoli ausgesucht. Und ich denke mal, da werde ich einen Salat draus machen. Und zwar einen zweifarbigen Salat. Ja, mal schauen, wie das wird. Los geht's. So, die eine Hälfte vom zweifarbigen Salat ist aus Brokkoli und die andere aus Avocado. Und ja, ich fange mal mit dem Brokkoli an, weil der ruhig ein bisschen länger durchziehen kann. Dafür brauchst du den Brokkoli einfach nur klein schneiden. Muss nicht zu klein sein, aber auf jeden Fall die Stiele sollten nicht zu dick geschnitten werden. Ich halbiere jetzt die Röschen einfach und dann schneide ich längs solche Scheiben. So, dann könnt ihr erstmal einen Esslöffel Olivenöl dazu geben, einen Esslöffel Zitronensaft, einen Esslöffel Ahornsirup und außerdem eine kleine Prise Salz. Und damit der Salat nachher so ein bisschen mürbe wird, könnt ihr den jetzt ein bisschen durchkneten. Merkt ihr auch schnell, er wird gleich ein bisschen weicher werden. Dann könnt ihr einen Esslöffel Rosinen zum Salat geben. Einen Esslöffel Cashewkerne könnt ihr ein bisschen klein hacken und ebenfalls dazu geben. Dann braucht ihr drei Feigen, drei Datteln und drei Aprikosen und die könnt ihr ganz einfach alle klein schneiden und zum Salat geben. Dann alles einmal gut durchmischen und erstmal durchziehen lassen. Ihr merkt schon, das ist ein ziemlich süßer Salat. Deswegen machen wir jetzt als Gegensatz aus der Avocado einen würzig-scharfen Salat. So, die Avocado könnt ihr erstmal halbieren und mit einem Löffel das Innere rausschaben. Das Innere könnt ihr erstmal in grobe Würfel schneiden. Ungefähr diese Größe wäre, glaube ich, okay. Dann könnt ihr gleich mal einen Esslöffel Apfelessig dazu geben. Und das ganz kurz einmal unterrühren. Dann braucht ihr eine große Zwiebel, die ihr ganz einfach in Würfel schneidet und gleich zum Salat geben. Außerdem braucht ihr eine Knoblauchzehe. Die könnt ihr einfach in kleine Würfel schneiden. Dann braucht ihr eine kleine Schüssel und ungefähr einen Teelöffel Tomatenmark. Dann ca. einen Esslöffel Sojasahne. Ein kleines bisschen Chili-Pulver nach eurem Geschmack. Circa einen halben Teelöffel Salz. Einen Esslöffel Ahornsirup. Und einen Esslöffel Olivenöl. Und das Ganze rührt ihr jetzt schön durch, bis ihr eine homogene Soße habt. Und die gebt ihr dann ganz einfach zu eurem Avocadosalat dazu. Dann den Salat einmal schön durchmischen. So, dann sollte euer Brokkolisalat auch schon gut durchgezogen sein. Dann könnt ihr jetzt zum Schluss noch 3 Esslöffel Sojajoghurt hineingeben und den nochmal unterrühren. So, den Salat könnt ihr jetzt auch auf einem Teller zusammen anrichten. Und damit habt ihr einen außergewöhnlichen zweifarbigen Salat. Und ihr könnt die Salate natürlich auch einzeln zubereiten. Nur, ja, das Ding ist, also die schmecken einzeln schon lecker. Also der Avocadosalat ist schön würzig, schön kräftig und auch ein bisschen scharf. Gefällt mir sehr gut. Und der Brokkolisalat ist halt so ein bisschen süßlich, also so ein bisschen Richtung Möhrenrohkost mit Trockenfrüchten. Aber wenn man das beides jetzt auf einmal isst, also wirklich ein wahres Geschmacksfeuerwerk im Mund. Also probiert es auf jeden Fall mal aus, ob nun einzeln oder zusammen. Obwohl ich zusammen wirklich sehr empfehlen kann. Und wenn ihr noch andere Kombinationen probieren wollt, dann klickt einfach hier auf Zurück. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ba-da-b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 a-
ba-da-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 ba-